Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder so zahlreich eingeschaltet habt und dabei seid. In diesem Video gibt's wieder eine Frage-Antwort-Runde. Ihr habt wieder fleißig Fragen gestellt. Dafür biete ich euch die Antworten und diese sollen der Allgemeinheit helfen und uns gegenseitig unterstützen. Viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. So, Freunde, dann beginnen wir mit der Frage-Antwort-Runde. Ihr habt wieder fleißig Fragen gestellt, sehr interessante Fragen, die jedem helfen könnten. Deshalb lohnt es sich auch, dieses Video bis zum Schluss zu Ende zu schauen. Ich werde hier Timesteps einbauen, so dass ihr eventuell auch Fragen überspringen könnt, die euch interessieren. Alle Informationen zu gewissen Fragen, auch Videos, die ich dazu verlinke, findet ihr unten in der Videobeschreibung. So könnt ihr euch informieren, das Ganze nochmal nachlesen und so weiter und so fort. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, aber auch alles drumherum um das Reselling, um den Onlinehandel herum, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und falls dir dieses Format gefällt, dann gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch, das motiviert mich für viele weitere Videos. Dann beginnen wir mal mit der ersten Frage, und zwar: Wo muss man bei eBay Verpackungsregisternummer eintragen? Bei Amazon ist es ganz offiziell gewesen. Dazu habe ich auch bereits ein Video gemacht. Falls du das noch nicht gesehen hast, schau es dir hier oben gerne an. Da zeige ich, wo du deine Nummer hinterlegen kannst, die du vom Lucid Verpackungsregister erhältst. Die ist super wichtig, sonst droht dir hier ein Ausschluss von dem Verkauf auf diesen Marktplätzen. Bei eBay habe ich telefonisch nachgefragt. Die haben mir gesagt, dass es im Impressum, das heißt da, wo ihr in den Einstellungen das Impressum festgelegt habt, da könnt ihr nochmal die Verpackungsregisternummer notieren und dann die Nummer eintragen. So seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar: Hi Alex, danke für das Video, hätte zwei Fragen. Erstens, muss oder sollte ich eine Rechnung immer dazu versenden? Zur ersten Frage erstmal: Eine Rechnung muss nicht generell mitversendet werden, aber wenn der Kunde eine Rechnung anfragt, solltest du diese ihm per Mail oder vielleicht sogar per Brief zusenden können. In der Regel funktioniert das Ganze einfach und umweltfreundlich, vor allem per E-Mail. Das Ganze habe ich auch schon mal in einem Video zusammengefasst, wie ihr auch Rechnungen erstellen könnt bei eBay direkt und diese auch über eBay versenden könnt. Findest du auch das Video hier oder unten in der Videobeschreibung. Sonst zu der zweiten Frage: Wie ist das mit den Etiketten? Soll ich das selber ausdrucken oder macht das die DHL? Diese Frage bezieht sich dazu, wenn man zum Beispiel eine Abholung durch DHL beauftragt. Das heißt, jemand von DHL beauftragt kommt zu dir und holt deine Pakete oder Briefe bei dir zu Hause ab. Die Labels, die Etiketten, musst du natürlich selber ausdrucken und alles schon versandfertig machen, so dass der Fahrer, der Abholer, die Ware oder die Pakete einfach nur mitnimmt und direkt an die Verteilerzentren der DHL bringt. Der Abholer, so zumindest meines Wissens, wird da keine Etiketts draufkleben oder so weiter und so weiter. Deshalb dafür bist du komplett selbst zuständig. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar: Wie wird denn überhaupt nachgeprüft, wie viel man versendet hat an Kartons, Briefen? Diese Frage bezieht sich auf das Verpackungsgesetz, auf die Verpackungslizenzierung, die Menge davon. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, er gibt die genaueste Angabe an, was ihr an Verpackungen bestellt zum Versenden, und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, denn es wünscht sich keiner, eine Abmahnung zu kassieren, und dann wird natürlich geschaut, wie viel Versandaufkommen bzw. wie viel Bestellaufkommen hatte man. Und hier wird man definitiv schnell herausfinden können, wie viel Verpackungen man auch lizenzieren haben musste. Und wenn man das im Vergleich stellt dazu, wie viel man lizenziert hat, dann ist man hier vielleicht direkt schlecht dran und kassiert eine fette Abmahnung. Ich sage es, wie gesagt, es fängt schon ab 25 Euro an bei der grüne Punkt zum Beispiel. Ein Video dazu habe ich bereits gemacht, findest du unten in der Videobeschreibung oder werde ich dir auch in der Infobox verlinken. Die wird sich jeder pro Jahr leisten können. Dementsprechend macht hier genaue Angaben und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja? Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar: Hallo Alex, ich habe eine Frage, bin ganz neu bei Amazon als Händler und möchte wissen, ob ich ein Produkt, was schon bei Amazon gelistet ist, auch als
ein separates Angebot erstellen kann. Wenn nicht, wie kann ich dann mein Angebot optimieren oder verbessern, beziehungsweise mehr Fotos, bessere Produktbeschreibung etc. Ich hoffe, du antwortest auf meine Frage. Dankeschön im Voraus. Ja, in erster Linie nein, Amazon möchte, dass gleiche Produkte mit der gleichen EAN-Nummer nur einmal im Produktkatalog von Amazon vertreten sind und sich die Händler daran anhängen. Ja? Du kannst natürlich ein anderes Produkt listen, wenn es eine andere EAN-Nummer hat. Oder du selber Produkte launchst, die du selbst importierst. Die kannst du natürlich frisch bei Amazon einstellen, weil das Produkt vielleicht mit dieser EAN-Nummer, die du dir vergeben hast, noch nicht bei Amazon gelistet ist. So, solltest du auf irgendwie, es gibt da Tricks, man kann das umgehen, dass man sich an ein Produkt anhängt, sondern selber ein Produkt listet. Hat natürlich auch Nachteile, weil das Produkt dann bei Null ist, dann müsstest du das bewerben, um hier nach oben zu kommen im Listing. Deswegen lohnt es sich meistens nicht. Aber wenn du es trotzdem schaffst und Amazon erkennt, dass das Produkt identisch schon mal vertreten ist, wird dein Angebot auch gelöscht und das wäre sehr ärgerlich. Wie kannst du Angebote optimieren und verbessern? Durch mehr Fotos oder bessere Produktbeschreibungen? Ganz einfach. Du kannst nämlich ein Produkt im Katalog bearbeiten, die Beschreibung dazu, weitere Videos hinzufügen. Diese fügst du dann ein und Amazon prüft das Ganze und wenn sie das als besser findet, was bis jetzt bestand und die Angaben korrekt sind, dann werden die das auch übernehmen im Angebot. Somit wird dein Angebot dann auch oder das Angebot, das bestehende Angebot auch besser bei Amazon dargestellt. Ich hoffe, damit ist die Frage auch beantwortet. Kommen wir zur nächsten Frage. Reicht die EAN-Nummer oder muss die FNSKU auch auf die Verpackung? Ich habe das eben nochmal bei Amazon gelesen und soweit ich das verstanden habe, reicht die EAN-Nummer bei den meisten Produkten. Ja, dazu gesagt ist, wenn du ein Produkt, wie schon bei der letzten Frage, neu importierst und hier eine neue EAN-Nummer vergibst, dann kann es durchaus sein, dass in der Regel die EAN-Nummer reicht. Ja? Ab und zu ist es so, dass auch die NFSKU gefragt wird oder die ASIN von Amazon. Ja? Hier entscheidet sich das Ganze bei dem Anlieferplan. Wenn du einen Anlieferplan an Amazon erstellst, und diese Produkte dann über das Amazon FBA-Programm versenden möchtest, dann wirst du hier auch die Information bekommen, welche Etiketten, welche Strichcodes auf das Produkt, auf die Verpackung müssen, um das genau zu managen im Lager dann. Ja? Deshalb mach einfach einen Anlieferplan. Dazu habe ich auch bereits ein Video, kannst du unten in der Videobeschreibung finden. Und zu guter Letzt, letzte Frage. Hallo Alex, kann man die von eBay erstellten Rechnungen überhaupt nutzen? Soweit ich weiß, muss die Rechnung nachweislich unveränderbar sein. PDFs sind aber easy zu verändern. Daher drucke ich die immer aus und speichere auch nichts auf dem PC. Wäre super, wenn du zu diesem Thema noch etwas sagen könntest. Danke für die Frage. Das ist ja im letzten Video, wo ich zu eBay-Rechnungen gezeigt habe, wie man bei eBay die Rechnungen erstellen kann und diese direkt generieren kann, an den Kunden versenden kann. So, ja, tatsächlich ist es so, eine Rechnung darf nicht veränderbar sein, wobei man eigentlich, egal welche Rechnung, recht simpel auch verändern kann, auch wenn sie in Papierform ist. Wenn man es verändern möchte, dann kann man auch jede Rechnung verändern, ganz klar. Wichtig ist nur, dass auf den Rechnungen gesetzliche Angaben, wie das Finanzamt das möchte, auch gegeben sind. So ist dann eine Rechnung dann auch gültig, sonst ist eine Rechnung ungültig und du müsstest alle Rechnungen neu schreiben. Aber in der Regel die Rechnungen, die du bei Amazon auch generieren kannst, sind auch rechtlich einwandfrei. Ich werde dazu auch in Zukunft noch ein Video machen, worauf du genau achten solltest bei Rechnungen, was die enthalten sollten, um hier auf der sicheren Seite zu sein. Das werde ich auch, wenn das Video fertig ist, auch hier unter diesem Video posten. Sonst abonniere gerne diesen Kanal, dann wirst du es auch sehen. Ja, dazu kann ich das nur sagen, was wichtig ist.
Du druckst die aus und legst die bei dir ab oder du schickst sie an den Kunden. Das ist wichtig zu verstehen, weil du auch deine Rechnungen alle archivieren musst. 10 Jahre müssen die Rechnungen archiviert werden, dann erst dürfen die vernichtet werden. Du hast also 10 Jahre Aufbewahrungspflicht und im besten Fall, um nicht zu viel Papier zu verschwenden, solltest du die auf deinem PC speichern. Das ist meine Empfehlung, denn ich speichere meine Rechnungen alle und druck die auch separat aus und versende sie mit an den Kunden. So hat der Kunde in den meisten Fällen schon seine Rechnung, und fragt sie meistens auch dann nicht mehr an. So viel zu diesem Thema. Ich hoffe, diese Fragen waren hilfreich für dich. Falls ja, gib dem Video gerne einen Daumen hoch und falls dir dieses Format gefällt, natürlich auch. Fragen stellen gerne unter diesem Video, aber auch unter allen anderen Videos zum Thema. So beantworte ich die dann im nächsten Video gesammelt wie auch hier. Ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Ciao.